Die Entsorgungsanlage für Atomwaffen auf Shadow Moses Island im Fox-Archipel in Alaska wurde angegriffen und von Mitgliedern der Sondereinheit der nächsten Generation unter Führung von Foxhound-Mitgliedern in ihre Gewalt gebracht. Wir fordern, dass die Regierung die sterblichen Überreste von Big Boss übergibt. Wenn ihre Forderungen nicht innerhalb von 24 Stunden erfüllt, zünden sie eine Atomwaffe. Die Mission hat zwei Ziele. Retten Sie den DARPA-Chef Donald Anderson und den Präsidenten von Armstead, Kenneth Baker. Beide werden als Geiseln festgehalten. Stellen Sie außerdem fest, ob die Terroristen über Atomwaffen verfügen und stoppen Sie sie gegebenenfalls. Und wie wollen Sie jemanden einschleusen? Wir können mit dem U-Boot nah an die Anlage heran. Was passiert dann? Wir schießen ein Ein-Mann-Landungsgerät ab. Bringen Sie es so nah wie möglich heran, dann werden Sie es los. Dann müssen Sie schwimmen. Hightech-Sondereinheit Foxhound, Ihre frühere Einheit. Und eine Einheit, von der ich Commander war. Das heißt, es gibt sie noch. 6 Foxhound-Mitglieder sind am Terroristenangriff beteiligt. Psycho Mantis mit seinen telepathischen Fähigkeiten. Sniper Wolf, die schöne und tödliche Scharfschützin. Decoy Octopus, Meister der Verstellung. Falcon Raven, Riese und Schamane. Und Revolver Ocelot, Experte für Verhöre und gefährlicher Schütze. Und schließlich Ihr Befehlshaber, Foxhounds Kampfführer Liquid Snake. Liquid Snake. Der Mann, der Ihren Codenamen teilt. Die Entsorgungsanlage erstreckt sich über die ganze Insel. Nach dem Eindringen erhalten Sie Anweisungen über Codec. Kommt noch jemand mit? Es ist wie immer eine Ein-Mann-Mission. Ausrüstung und Waffenbeschaffung vor Ort. Jawohl. Diese Operation ist top secret. Erwarten Sie keinerlei Unterstützung von offizieller Seite. Nach dem kleinen, aber feinen Intro sind wir hier beim Metal Gear Solid. Ah, ich liebe dieses Spiel. Diese Spielerei. Metal Gear, einer meiner Lieblinge. Das ist die Integralversion, also die GOG-Version. Man kann ja auch ein bisschen aufhübschen, dann wirkt das alles ein bisschen glatter. Aber ich habe das jetzt bewusst weggelassen, weil so pixelig kommt es halt original an der PS1-Version ran. Ich weiß sonst nicht, was so anders ist. Ich glaube, es gibt so einen Easy-Mode. Noch irgendwas, aber ist nicht so wichtig. Es ist fast genauso wie die Originalversion. Daher spielen wir den Teil. Weil von der Master Collection der erste Teil, der gefiel mir gar nicht. Deshalb, man kann da nichts ändern. Es ist sehr, sehr pixelig mit niedriger Auflösung. Da erkennt man fast gar nichts. Deswegen spiele ich die Integralversion. Und darauf folgen dann Metal Gear Solid 2 und 3 in der Master Collection. Aber mit einer Mod, dann sieht das alles schöner. So, genug Blabla. Wir machen New Game. Wir spielen das Ganze auf normal. Und natürlich, wie ihr gehört habt, komplett auf Deutsch. Eigentlich ist diese Version nur auf Englisch. Aber ja, Modder machen es möglich, dass man das schön auf Deutsch spielen kann. Manche mögen es auf Deutsch, manche nicht. Ich mag's. Weil ich mit dem Spiel auch so groß geworden bin auf Deutsch. Leider nur der erste Teil auf Deutsch. Die alle anderen Teile gibt's nur auf Englisch. Also nur englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel. Aufpassen. Er muss hier durch. Da bin ich sicher. Ich muss mich um eine lästige Aufgabe kümmern. Thank you.
Hier ist Snake. Colonel, hören Sie mich? Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? Der hintere Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Sie werden den Lift bis zur Oberfläche benutzen müssen. Passen Sie auf, dass niemand Sie sieht. Sie können mich über Codec erreichen. Die Frequenz ist 140.85. Wenn Sie das Codec verwenden möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, gibt das Codec. Wenn Sie dieses Geräusch hören, drücken Sie die Select-Taste. Der Codec-Empfänger stimuliert direkt Ihren Gehörgang. Sie werden der Einzige sein, der es hören kann. Gut, okay, ich bin unterwegs. Gut, okay. Ja, bei uns ist es leider die Start-Taste. Aber wird schon gehen. Und wie schneller der hier läuft. In der PS1-Version ist er voll langsam hier unter Wasser. Und ja, ich versuche nicht alle Easter Eggs hier, aber so die, die mir bekannt sind, die ich noch so im Kopf habe. Die werde ich auf jeden Fall mit reinbringen. Es gibt so ein paar kleine Sachen hier in dem Spiel, die ganz cool waren früher und die heute Spiele so auch gar nicht mehr machen. Oh. War jetzt fast gesehen. Es gibt einen Aufzug, mit dem Sie ins Erdgeschoss fahren können. Warten Sie, bis der Aufzug nach unten kommt. Sie gehen besser in Deckung. Wie in bestimmten Situationen zum Beispiel die Leute anrufen und so, dass sie dann ein paar Sachen erzählen und sowas. Ja, wir müssen jetzt hier auf den Aufzug warten. Dauert ein bisschen. Ein bisschen rumlaufen. Hier gibt es sonst eigentlich nichts mehr zu finden, außer diese zwei Rationen. Drei. Konnte hier ins Wasser springen? Es ging doch, oder? Dann jumpt er so rein. Nicht? Vielleicht verwechsel ich das irgendwie. Oder es geht nur, wenn man gerade in Alarm ist oder so. Aber ich hoffe, mit dem Sound passt das alles. Weil es wirkt gerade, als ob die Musik sehr laut ist. Ich kann das aber nicht einstellen. Oder geht das? Gucken wir mal ganz kurz. Ich glaube nicht. Ah, doch. Oh, Musik ein bisschen leiser. Die wirkt gerade sehr laut. Ah, so ist, glaube ich, besser. Ah, da kommt der Aufzug. Und wir stehen da. Scheiße. Lauf, Snake, lauf! Also auch schon was länger her, wo ich das Spiel gespielt habe. Ich glaube, das ist... Ah, 2000... Oh, scheiße. Da haben wir uns doch mal gesehen. War, boah, 2016 oder so, vielleicht länger, vielleicht kürzer, weiß es nicht mehr. Aber ja, dafür als Kind hoch und runter gezockt. Oh, Cutscenes. Sehr viele Cutscenes, sehr viel Gerede im Spiel. Kojima. Bester Mann außer Death Stranding fand ich jetzt nicht so gut, aber naja. Man kann nicht immer gute Spiele rausbringen. Metal Gear Solid.
Hier, Snake. Ich bin vor der Entsorgungsanlage. Ausgezeichnet, Snake. Sie werden im Alter nicht langsamer. Wie geht das mit dem Sneak-Anzug? Schön trocken, aber bewegen ist schwierig. Er soll Unterkühlung verhindern. Schließlich ist das hier Alaska, nicht wahr? Schon gut. Ich bin ja dankbar. Ohne Ihren Anzug und die Spritze wäre ich schon längst zum Eiszapfen geworden. Ein Antigefrierpeptid, Snake. Alle an dieser Übung beteiligten Genomsoldaten verwenden es. Gut. Freut mich, das zu hören. Schon getestet, wie? Wie sieht's mit der Ablenkung aus? Zwei F-16 sind in Kalena gestartet und zu ihnen unterwegs. Der Radar der Terroristen muss sie jeden Augenblick entdecken. Ein Heim-Di. Colonel. Was macht ein russischer Helikopter hier? Keine Ahnung. Aber es sieht so aus, als ob unser kleines Ablenkungsmanöver geklappt hat. Jetzt ist Ihre Chance, unerkannt einzudringen. Bleiben nur noch 18 Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums. Beeilen Sie sich! Wow! Der spinnt wohl, einen Hind bei diesem Wetter zu fliegen. Wer ist das? Oh, tut mir leid. Ich habe Sie nicht vorgestellt. Dies ist Mai Ling. Sie wurde uns als Kommunikations- und EDV-Spezialistin zugewiesen. Sie entwickelte den Codec und ihr Soliton-Radarsystem. Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen an Sie. Nett, Sie kennenzulernen, Snake. Es ist eine Ehre, einer lebendigen Legende zu begegnen. Was ist los? Nichts. Habe mir bloß die erstklassige Militärtechnologie-Ingenieurin weniger hübsch vorgestellt. Oh, Sie schmeicheln mir. Nein, im Ernst. Jedenfalls wird's mir die nächsten 18 Stunden kaum langweilig. Hey, ich glaub's ja nicht. Der berühmte Solid Snake will mich bezirzen. Sie überraschen mich. Ganz schön nass forsch für einen Berufskiller. Sieht so aus, als könnten wir beide noch etwas lernen. Ja, ich freue mich, den Mann, der hinter der Legende steckt, kennenzulernen. Aber zuerst muss ich Ihnen Ihr Soliton-Radarsystem erklären. Der helle Punkt in der Mitte sind Sea Snake. Die roten Punkte sind Ihre Feinde und der blaue Kegel deren Sichtfeld. Vorsicht, Snake. Die Genomsoldaten verfügen über hochentwickelte Hör- und Sehsinne aufgrund der Gentherapie. Sie dürfen sie nicht sehen. Bringen Sie in die Entsorgungsanlage ein und suchen Sie den DARPA-Chef. Der DARPA-Chef hat dieselben GPS-Transmitter-Nanomaschinen wie Sie. Er sollte auf Ihrem Radar als grüner Punkt erscheinen. Fragen Sie ihn nach Informationen über die Terroristen, wenn er noch lebt. Hochentwickelte Snake. Gehör- und Sehfähigkeiten. Der Radar wird nicht vom Wetter beeinträchtigt. Sie können aber nur 3 Meter vor aber sich sehen. Aber wenn der Feind sie entdeckt, können sie ihn nicht benutzen. Ja, er wird leider schnell blockiert. Ja, er ist aktuelle Technologie. Sie können ihn in Bereichen mit starker harmonischer Resonanz nicht benutzen. Also Vorsicht! Wir folgen Ihnen per Radar und Sie können jederzeit über Codec mit uns Kontakt aufnehmen. Okay, ich melde mich, wenn ich einsam werde. Im Ernst, Snake? Wir sind Ihre Unterstützung. Also melden Sie sich, wenn Sie Infos oder Rat brauchen. Ich bin für die Missionsdaten verantwortlich. Wenden Sie sich an mich, wenn ich Ihren Status aufzeichnen soll. Meine Frequenz ist 140.96. Es ist eine zur Datenspeicherung abgestellte Frequenz. Denken Sie daran. Bis auf das Fernglas sind Sie ohne Ausrüstung. Bedienen Sie sich aller Waffen, die Sie finden können. Ich denke dran. Erst durchsucht mich Dr. Naomi hier und dann nehmen Sie mir alle Waffen weg. Stellen Sie sich mal meine Lage vor. Wer weiß, wenn Sie heil zurückkommen, lasse ich Sie vielleicht mich durchsuchen. Versprochen, Doktor. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber ich habe meine Zigaretten rausgeschmuggelt. Wie haben Sie das gemacht? Im Magen. Ihre Spritzen haben meine Magensäure unterdrückt. Zigaretten? Was sollen Ihnen die nutzen? Man weiß nie. Ja,
bewege den gerade nicht, der macht das alles von selber. Wenn Sie eintreten wollen, hier ist der Eingang. Es ist der kürzeste Weg, aber der Feind kann Sie wahrscheinlich sehen. Soll ich an die Tür klopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann? Eine Wache links und eine rechts. Sie haben 556er und Granaten. Was ist mit dem Schacht bei der Tür? Im zweiten Stock sollte es auch eine Schacht geben. Ich kann ihn nicht sehen. Entscheiden Sie, wie Sie eindringen. Ich zähle auf Sie, Snake. Und jetzt sind wir wieder in Kontrolle. Erstmal klopfen. Ich glaube, wenn wir... Hier war noch. Wenn wir eine Kippe im Mund haben, schön rauchen, damit die Energie weggeht. Und wir dann Mai Ling anrufen, dann sagt die, glaube ich, was dazu. Was ist los, Snake? Viel Glück, nicht? Snake! Was kann ich für Sie tun, Snake? Nee, dann kommt das Snake? Vielleicht später oder so. Ich meine, die sagt irgendwas. Vielleicht werden wir ein bisschen piefen. Geht die Energie? Die geht doch gar nicht weg. Warum verlieren wir keine Energie? Ah, jetzt. Vielleicht sagt sie jetzt was. Gibt's was, Snake? Nee. Hey, Snake, nicht ohne Grund anrufen, ja? Naja, stimmt, wir können ja auch nerven. Nerven wir sie mal kurz. Ist schon pissed. Hallo? Wie grimmig die schon guckt. Da kommt noch was. Streck dir die Zunge raus. Schnell aufhören mit dem Rauchen, weil jeder weiß, Rauchen schadet die Gesundheit. Selbst in Spielen. Hier, mach mal den Lieblingsspruch. Hä? Hä? Fußspuren? Fußspuren? Ah, verdammt. Ich dachte, wir erwischen ihn, bevor er uns sieht. Holen wir uns noch die Granaten da vorne. Dip, dip, dip. Weg, weg. Und zack. Eine Überwachungskamera. Eine Überwachungskamera. So, hier drin in dem Fahrzeug. Diese Box, das ist die Pistole. Die hebe ich aber nicht auf. Weil wenn wir gleich, oder was heißt gleich, ein bisschen später kriegen wir dann eine Cutscene und die läuft dann ein bisschen anders ab, wenn man die Pistole noch nicht hat. Und da denke ich mal, jeder diese Pistole gefunden hat und kaum einer weiß, wie die Cutscene dann verläuft, dann will ich das mal zeigen, was nicht schon jeder gesehen hat. Warum dreh dich um? Hier gibt's nix. Hä? Die Basis muss ein Lüftungssystem haben, um die Luft zu zirkulieren. Es muss hier irgendwo Schächte dazu geben. Die Basis braucht bestimmt viel Strom. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Dieselgenerator. Der braucht Sauerstoff, also müssen dafür auch Abgasschächte existieren. Sie werden es nicht glauben, aber die haben unsere F-16, die sie ablenken sollten, abgeschossen. Mit einem Hind D.
Dann meldete sich Liquid und meinte, beim nächsten Mal zündet er die Atomrakete. Snake, beeilen Sie sich, der Hind kommt sicher bald zurück. Oh. Don't fuck with the Liquid. So, jetzt wird erstmal im Schacht ein bisschen rumgekrochen. Snake, der Schachtkriecher. Und da werden wir wieder angerufen. Snake, hier ist McDonald Miller. McDonald ist schon eine Weile her. Master, was machen Sie denn hier? Ah, ich wurde des Drillens müde und kam hierher, um ein bisschen Ruhe und Frieden zu haben. Hier und da helfe ich beim Training der alaskischen Pfadfinder mit. Geben Ihr Können an die nächste Generation weiter. Gut. Campbell hat mir die Situation hier erklärt. Ah, ich dachte, ich könnte behilflich sein. Es gibt keinen, dem ich in einem Fuchsbau lieber begegne. Nun, ich kenne mich ein bisschen beim Überleben aus. Ich wohne schon etwas länger als Sie in Alaska. Rufen Sie mich, wenn Sie Fragen zur Flora und Fauna haben. Meine Frequenz ist 141,80. McDonald Miller. Wie hieß er nochmal? Kazuhira oder so? In Metal Gear Solid 5 lernt man den auch ein bisschen mehr kennen. Und was mit dem da alles passiert ist und so. Ich habe den DARPA-Chef in die Zelle im ersten Untergeschoss umgesiedelt. Was ist mit dem Reinigen der Lüftungsschächte? Die haben soeben die Abdeckungen geöffnet. Die werden gleich Rattengift sprühen. Der Lüftungsschacht im ersten Untergeschoss. Mach die Abdeckung gleich nach dem Sprühen zu. Pass auch auf die Frau in der Zelle auf. Immer schön vorsichtig sein. Frau in der Zelle? Ist was passiert? Ein Eindringling. Echt? Er hat schon drei Mann umgelegt. Er hat drei Leute umgebracht? Geil. Ja. Er soll einen Stealth-Anzug haben. Stealth? Ist denn noch jemand hier? Wie auch immer. Verstärken Sie die Sicherheit für den Chef. Er hat schon drei Mann umgelegt. Und wir kriechen weiter. Sie wird zu gucken. Ja. Drücken Sie die Aktionstaste, um nach unten zu gehen. Weiß, Karl. Dankeschön. Ration haben wir voll, ne? Aktionstaste ist Kreis. Ja. Verwenden Sie den Aufzug, um von einem Geschoss ins andere zu gelangen. Es muss da einen geben. Danke. Ja, Schaffgranaten. Schmeißen wir direkt mal eine. Die Granaten sorgen dafür, dass die Kameras uns nicht mehr sehen. Ich will jetzt hier nichts aufsammeln, weil nachher sammelt er die Pistole auf oder so. Deswegen gehen wir jetzt mal straight dahin, wo wir hin müssen. Wir können ja später hier eh nochmal hinkommen und den ganzen Shit aufsammeln. Hier sind eh noch Türen, wo wir noch gar nicht reinkommen da. Laufen die beide denn? Boah, das war aber knapp. Und das war sogar noch knapper. Ist der Aufzug weg? Und wie immer, auch hier müssen wir auf den Aufzug warten. Ich weiß nicht mehr wo, B1 oder B2? Fahren wir jetzt mal B1. Bing.
Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Der Radar, er zeigt die Position des DARPA-Chefs an. Er ist der grüne Punkt. Schnell, befreien Sie ihn! Da ist der DARPA-Chef. Und hier gibt's auch etwas. Nick, wenn Sie eine Leiter hoch oder runter gehen wollen, drücken Sie die Aktionstaste bei der Leiter. Zwar. Sag ich selbst, wenn wir ankommen. War das hier? Hier war das, ne? Blöde Erkältung. Ja. Ich hasse Alaska. Die Kleine sieht echt nicht schlecht aus. Schauen wir erst mal beim Scheißen zu. Ah, okay, das war dann nicht hier. Das war ein bisschen weiter geradeaus und dann. Eine Frau, nicht er. So, jetzt sehen wir die hier trainieren, ne? Schön die. Was? Push? Ne, Crunches? Wie heißt die Übung nochmal? Keine Ahnung. Wenn wir jetzt zurückgehen, die Leiter runterklettern und dann die Leiter wieder hochkommen und wieder gucken, macht sie eine andere Übung. Und das Ganze machen wir jetzt 6 Mal. Ich werde das natürlich beschleunigen, das ganze Hin- und Her-Gekrieche werde ich dann ab jetzt beschleunigen. Und ja, dann gucken wir uns die ganzen 6 Dinger mal an. Beziehungsweise jetzt noch 5. Und jetzt macht sie Einhand-Push-Ups. Ja, Mann. Bei den Mucki-Armen. Kann ich mir das so gut vorstellen. Und jetzt geht's wieder schnell weiter. Und nach dem ganzen harten Training wird erstmal ordentlich gestretched. Und jetzt, weil es so gut getan hat und es so anstrengend war, das Ganze noch. Oh, warte. Das Ganze nochmal. Ohne Hose. Battle Gear, ich liebe dieses Spiel. Weiter geht's. Nochmal die Einarm-Push-Ups ohne Hose. Damit die Gains auch so richtig durchballern. So, und jetzt das letzte Mal. Und, wer hätte es erraten? Stretching ohne Hose geht natürlich am besten. Das war's, mehr gibt's hier nicht. Ich würde sagen, wir beenden den Part auch an dieser Stelle, weil jetzt gleich kommt eine richtig lange, lange Cutscene und ja, geht das halt viel zu lang. So, ich glaube, das nehme ich sogar als Thumbnail, keine Ahnung. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Oh, noch hier? Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass Jill nicht zu lange warten, klick doch hier für das nächste Video. Und vielleicht ein Abo dalassen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.